Dieser Mann war frei von jeglichen Skrupeln. Heinz Felfe brachte es im Laufe seines Lebens auf sage und schreibe 5 verschiedene Geheimdienste, für die er spionierte. Einst überzeugter Nationalsozialist, verpflichtete er sich schließlich dem KGB und wurde zum größten Verräter in der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Bislang wurde der Fall Felfe nie umfassend aufgearbeitet. Jetzt hat ein Historiker eine erste Biografie Felfes vorgelegt. Und wir von Kontrovers konnten bislang unveröffentlichtes Filmmaterial des DDR-Geheimdienstes auswerten. Christian Stücken. München, 6. November 1961. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes wird verhaftet. Heinz Felfe, Leiter des Referats Gegenspionage Sowjetunion. Die ganze Republik steht unter Schock. Das ist ja nicht nur ein Schock, sondern es beginnt ja dann auch das Überlegen, war er alleine, gibt es vielleicht noch andere Fälle, wen kann man überhaupt trauen? Ein russischer Doppelagent ganz oben im Bundesnachrichtendienst, mitten im Kalten Krieg. Heinz Felfe schickt Tausende von geheimen Dokumenten nach Moskau. Wie konnte das passieren? Jahre später gibt Felfe Auskunft. Da gibt es die alten klassischen Möglichkeiten, die jeder Geheimdienst hat, durch Kurier, durch latente Schrift in Briefen oder durch Mikrate, also Kleinstfotoaufnahmen, die verkleinert werden, sodass sie die Größe eines Schreibmaschinenpunktes haben oder in einer Postkarte verborgen werden können. Eine Katastrophe für den Bundesnachrichtendienst in Pullach. Dazu wird öffentlich, dass Felfe ein ehemaliger SS-Mann war und dass Dutzende weiterer Altnazis beim BND arbeiten. Jahrelang wird sich der deutsche Geheimdienst von diesem Schlag nicht erholen. Heinz Felfe wird 1963 verurteilt. 14 Jahre Gefängnis. Das ist die Höchststrafe. Ein paar sitzt er ab, dann wird er 1969 gegen DDR-Häftlinge ausgetauscht. Er geht nach Ost-Berlin, wird dort mit Hilfe der Stasi und des KGB außerordentlicher Professor für Kriminalistik und stellt sich in den Dienst der Stasi. In der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin taucht nun ein bisher völlig unbekannter Film über Heinz Felfe auf. Er heißt Der Mann aus Camp Nikolaus. Die Geschichte dieses Mannes, die hier erzählt wird, ist eine Episode in der Klassenauseinandersetzung dieses Jahrhunderts. Der Film wurde im Auftrag der Stasi zu Schulungszwecken hergestellt und wurde deshalb auch vor Einheiten des Ministeriums für Staatssicherheit vorgeführt. In diesem Fall vor allen Dingen vor der HA2, das war die Hauptabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit, die für Gegenspionage zuständig war. Der Stasi-Film stellt Heinz Felfe als Kundschafter des Friedens dar, als einen Mann, der aus Überzeugung russischer Spion wurde. Ich, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, in Pullach arbeitend, wusste genau, dass meine Position von großer Bedeutung für meine sowjetischen Freunde war. Er bekommt zahlreiche Privilegien, das geht von der Haushaltshilfe über Westzeitung bis hin zu Urlaubsreisen. Er bekommt regelmäßig Westgeld, sowohl vom KGB als auch vom MFS. Also das Ganze ist sehr hoch bezahlt worden. Davon erwähnt Felfe nichts in seinen Memoiren, die er 1986 veröffentlicht. Vielmehr zeichnet er darin das Bild eines ehrenwerten Spions. Der Historiker Bodo Hechelhammer widerlegt dieses Bild. Er hat jetzt die erste umfassende Biografie über Heinz Felfe geschrieben. Felfe hat nicht nur Tausende von geheimen Dokumenten verraten. Er hat falsche Fährten gelegt. Agentennetze enttarnt. Das Leben anderer aufs Spiel gesetzt. Spionage, ein schmutziges Geschäft. Er hätte angeblich nie Quellen verraten, also das höchste Gut in dem nachrichtendienstlichen Geschäft. Heute weiß man, das stimmt natürlich nicht. Er hat genau diese auch verraten und einzelne sind auch nachweislich, denn von der östlichen Seite, verschwunden. Zu seiner Enttarnung führt eine Reise in die USA, die Felfe bereits 1956 mit Mitarbeitern des BND unternimmt. Dort machen sie, auf Einladung der CIA, Sightseeing, lernen neue Spionagetechniken und auch Agenten kennen.
Felfe fotografiert fleißig und meldet die Klarnamen nach Moskau weiter. Und Jahre später hat ein polnischer Offizier zu den Amerikanern übergelaufen ist. Der hat diese Informationen gehabt, dass eben man auch von KGB-Seiten her gefeiert hat, dass in der deutschen Delegation bei dieser Auslandsreise 56 auch KGB-Spione gewesen waren. Was Heinz Felfe nicht ahnt, der KGB wusste, dass man ihm auf der Spur war, hat ihn aber nicht gewarnt. Die Russen wollten, dass er auffliegt. Weil dann ist es denn wirklich ein großer Imageschaden, ein öffentlicher Skandal, und der schadet einem Nachrichtendienst nochmal richtig. Heinz Felfe, einer der größten Spionagefälle in der Geschichte der Bundesrepublik und auch eine zutiefst deutsch-deutsche Geschichte.